Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber und wünsche dir jetzt viele Impulse mit dieser Podcast-Folge des Elternpodcast Nummer 1 Familie verstehen. Ich glaube, in dem Moment war das für beide einfach richtig blöd. Der fand dich scheiße, du fandst ihn scheiße und alles war scheiße. Und für die Kinder war es auch scheiße, also die Leichtigkeit war ja komplett im Arsch. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der 5 beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Happy New Year! Ich freue mich auf das neue Jahr und darauf, heute Mama Marie als Gästin in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Du erinnerst dich, Marie ist 32 Jahre jung, ihre Tochter Frieda ist 3 Jahre, ihr Sohn Fritz wird im Februar 1 Jahr alt und bei ihr geht es gerade um das Thema Unterstützung in der Partnerschaft und wie schwer es ihr manchmal fällt, diese überhaupt anzunehmen. Und bevor wir uns über das heutige Thema austauschen, bekommst du hier noch die heißesten News der Herzenssache. Willst du regelmäßige exklusive Impulse, Strategien, Formulierungshilfen, Updates und wertvolle Inputs zur gewaltfreien Kommunikation, dann melde dich jetzt an für meinen Herzensletter, dein Eltern-Newsletter mit exklusiven Angeboten der Kathi Weber Herzenssache. Diese Woche bekommst du meine Top-Strategien, wie du dir selbst Unterstützung bei Zeitdruck schenken kannst. Voraussetzung ist natürlich, dass du angemeldet bist. Für sagenhafte 0 Euro bekommst du in meinem E-Book Leichtigkeit im Familienalltag meine Top 10 Strategien für mehr Leichtigkeit und Freude im Alltag mit Kindern. Und wenn du den Kickstart für deine Elternschaft in Kooperation und Leichtigkeit willst, dann hol dir mein 5-tägiges Online-Programm aus Nein, mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Die Links für all meine aktuellen Angebote findest du in den Shownotes oder du checkst einfach meine Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich riesig auf dich. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer 1 bleiben. In den Shownotes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit dem Mama-Talk mit Mama Marie zum Thema U wie Unterstützung, wie dein Partner so hilft, wie du es brauchst. Los geht's. Na Marie, herzlich willkommen im Jahr 2023, würde ich sagen. Da sind wir wieder. Ich freue mich. Neues Jahr, neues Glück. Happy New Year. Hast du deinen Astronautenhelm besorgt, von dem wir gesprochen haben? Ja, du, ich bin durchgestartet. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Und du hast ein richtig geiles Thema mitgebracht, gleich zum Start ins Jahr 2023. Ich glaube, die meisten sprechen so, oh, Halleluja, Halleluja. Es geht um eine Situation in eurer Elternschaft, du und dein Mann. Und naja, wenn ich es jetzt überspitzt sage, gab es einen Morgen oder einige Morgen, wo du ihn am liebsten einfach vor die Tür gestellt hättest. Ja. Ja. Einige immer. Nein. Nein. Nein, also es ist, sind einige nur. Und über die wollen wir heute sprechen. Genau. Ja, ja. Weil wir wollen ja grundsätzlich festhalten, das weiß ich, dass dir das wichtig ist und das habe ich ja auch schon rausgehört in den vielen Gesprächen, die wir dann jetzt doch geführt haben, dass dein Mann sehr bereit ist, mitzumachen, sich Impulse abzuholen und er hört den Podcast und es ist jetzt nicht so, dass er sich komplett sperrt, nur es gibt so Momente, und darf ich dir vorweg was verraten? Ja. Die haben ja viel mehr mit dir zu tun als mit deinem Mann, das ist ja schon klar. Ne? Also, ja, es war mir schon leider klar irgendwie, weil ich ja, muss dazu sagen, ich finde meinen Mann ja ganz klasse. Also er ist wirklich richtig toll. Das freut uns alle. Ja, ja, er ist wirklich, ja. Genau, ja, ich bin schon wieder total in Love. Nee, und deswegen, ja, also bin mir schon klar, dass es an mir liegt. Weiß aber nicht, was soll ich tun? Ja, jetzt hol uns doch erstmal ab. Die HörerInnen wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Es geht um jetzt die Morgen, ein Beispiel morgen hätten wir jetzt gerne mal. Also, ich habe da mal einen Morgen. Normalerweise ist das so, mein Mann geht um 6 Uhr, verlässt er das Haus. Die Kids sind dann schon wach. Ich mache sie fertig, also er geht und ich mache sie fertig und dann habe ich wirklich einen Ablauf und 6.30 Uhr verlassen wir das Haus. Also passt immer. Und genau, aber also es ist grundsätzlich, ja klar, wenn wir später das Haus verlassen, ist es für mich morgens auch kein Problem. Aber diesmal war nun mein Mann da und wollte mich unterstützen.
Ja. Was ja grundsätzlich erstmal eine feine Sache ist. Ja, grundsätzlich schon, aber ich habe ja meinen Ablauf. Und wenn er dann dabei ist und mir helfen will, hilft mir das überhaupt nicht. Ja, weiß ich nicht. Weil, also es war dann so, dass er ist dann aufgestanden und hat dann den Kleinen übernommen. So. Und dann war ich also mit Frieda auf Toilette und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Dann dachte ich, na gut, dann kann ich ja nochmal schnell rüber was fertig machen. Und in der Zeit hätte ich aber schon Fritz eigentlich so ein bisschen fertig gemacht, ihn so ein bisschen gestillt und ja, ich wäre dann halt eigentlich schon mit Fritz und Frieda im Prozess des Morgens gewesen, so, und er hatte ja mich unterstützend mir Fritz abgenommen, damit ich mal mich nur auf Frieda konzentrieren kann. So, und dann dann habe ich schon gesehen, dann wollte er mir Frieda abnehmen, mit ihr in die Kleidungssituation gehen und ich weiß ja, dass das nicht so gut klappt wie bei mir. So. Ja, und habe dann ihm schon angedeutet, jetzt ist es aber langsam 6.30 Uhr, wir müssen jetzt gleich los, weil sonst verpassen wir die S-Bahn zur Kita. Die fährt ja nur alle 20 Minuten. Genau. Und naja, dann hat er versucht, dann sein Bestes zu geben. Mhm. Was natürlich nicht mein Bestes wäre. Und meine innere Wut steigerte sich. Und dann meinte ich so jetzt übernehme ich das. Bin dann rein und habe dann mit Frieda das fertig gemacht. Sie war übrigens total entspannt. Nur ich war total unentspannt. Also sie Frieda war auch mit ihrem Papa entspannt. Sie wollte nicht sich fertig machen mit ihm. Wollte sie dann. Ja, mit mir wollte sie, weil sie ist halt ihre Routine auch, ne? Also Mama macht das und wir kriegen das hin, jedenfalls denke ich das so. Naja, und dann wurden wir los und dann fehlten mir noch meine Kopfhörer. Und dann spurtete er in das eine Zimmer und dann meinte ich, ja, du, geh mal jetzt weg. Das geht jetzt hier gar nicht. Ich mach das jetzt, ich hol das alles und wärst du heute Morgen nicht da gewesen, dann hätte ich die natürlich schon hingelegt gehabt, so wie eigentlich jeden Morgen. Ich bereite das doch sonst alles schon vor. Also er ist komplett schuld. Ne? Aber eben komplett mal. Schulddeckel oben drauf und Arschloch. Genau. Ja, und dann, und dann bin ich los und merkte so meine innere Entspannung dann, dass ich jetzt losgekommen bin und dann irgendwie dann auch alles geschafft habe. Und dann auf dem Rückweg habe ich ihn auch angerufen und habe da gesagt, dass das mir ganz schön viel war und das ist, ich das bedauere, dass ich ihn da jetzt so vollgemacht habe. Also er war ganz glücklich, dass ich dann raus war aus dem Haus mit den Kindern. wir reden sehr offen, das ist für uns kein Problem, was ja schön ist, aber er war, glaube ich, an dem Morgen einfach nur glücklich, dass ich aufgehört habe zu meckern. Ich glaube, du hättest ihn gern vor die Tür gesetzt und war dann am Ende auch froh, dass du vor der Tür warst. Er war voll so fertig. Da hättet ihr euch dann natürlich wieder getroffen. Ja, also das ist ja wirklich, also das kriegen wir ganz schnell geregelt. Es ist wunderbar, dass ihr, dass wir jetzt auch drüber lachen können. Ich glaube, in dem Moment war das für beide einfach richtig blöd. Der fand dich scheiße, du fandst ihn scheiße und alles war scheiße. Und für die Kinder war es auch scheiße. Also die Leichtigkeit war ja komplett im Arsch. Ja. Das hat für mich, wenn ich das höre, du hast auch selber schon gesagt, ich habe da meinen Plan. Frieda weiß, wie es geht. Ja. Fritz weiß, wie es geht. Also das ist alles Orientierung. Ja. Und normalerweise ist eben euer Vater morgens nicht da und dann eben auch nicht zuständig. Und es kann ja jetzt nicht die Lösung sein, dass wenn der Vater dann mal da ist, ja nur weil du mal da bist, nur du darfst nicht, weil du bist ja sonst nicht da. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein, das möchtest du ja glaube ich auch nicht. Gleichzeitig brauchen wir ja eine Lösung, wie es ohne und wie es mitgeht. Und wie es ohne geht, das weißt du. Ja. Hast du dir zurechtgelegt, du weißt die Bedürfnisse der Kinder, du weißt deine und das läuft wie am Schnürchen. Und was ist das denn, was du brauchst? Du brauchst ja auch Orientierung. Was ist denn, wenn mein Mann dann da ist und dann merke ich, da läuft ein bisschen gestresst, dann kommt der Druck, weil du möchtest, Verlässlichkeit ist ja wichtig, die S-Bahn zu kriegen und alles durcheinander. Ja, weil am Anfang diese Orientierung, wie geht das denn mit meinem Mann? So geht's ja nicht. Mhm. Ja,
Und wenn, das heißt, du brauchst auch Orientierung, es ist eine neue Situation, das heißt, ihr beide braucht eine Absprache, wie laufen die Morgende gemeinsam ab. Und du kennst am Morgen die Bedürfnisse der Kinder viel mehr als er, weil du viel öfter da bist. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euch absprecht im Sinne der Bedürfnisse auch der Kinder. Die Orientierung wird deinem Mann auch total helfen, weil er will dir ja helfen. Und dann, ja. Und dann macht er den Fritz, und den Fritz kann er nicht stillen, also nimmt er dann die Frieda. Da ist sowieso klar, bei denen mit dem Thema Anziehen, da dürfen wir dann vielleicht auch irgendwann nochmal hingucken, sagst ihm liebe Grüße, er könnte vielleicht doch mal vorbeikommen im Podcast. Ja, ja, und dann, glaube ich, wäre es für ihn auch total hilfreich, eine Orientierung zu haben, wie genau kann er dich denn unterstützen? Ja? Ja. Du könntest natürlich auch sagen, Unterstützung brauche ich nicht, du darfst auch Nein sagen dazu. Ja, und dann ist es so, dann ist er da morgens nicht zuständig oder er findet einen anderen Weg, wie er sein Bedürfnis nach Unterstützung erfüllen kann. Wichtig ist, dass er es ja für sich macht, in erster Linie und nicht für dich. Ja. So, und dann wäre für mich zur Orientierung zwischen euch beiden jetzt, bevor ihr in der Situation seid, mal zu überlegen, wie können diese Morgen da aussehen? Ja. Ja, und dann auch die, den Raum dafür zu haben, dass es für die Kinder erstmal eine Umstellung setzt. Nur die können ja orientierungsmäßig abgeholt werden. Ich meine, Fritz jetzt eher weniger, nur Frieda. Natürlich schon am Tag vorher zu informieren, morgen ist Papa zuständig, das am besten an einem Plan, dass die es auch sehen kann. Morgen ist Papa, weil wenn ich nur sage, ja, übrigens, morgen ist Papa auch da, das geht hier rein, da wieder raus. Die wird nicht sagen am nächsten Morgen, ach ja, stimmt, Mama, hast du mir ja gestern schon gesagt, ich weiß Bescheid. Also da dürfen auch die Kinder, die schon in der Lage sind, das kommunikativ aufzunehmen, abgeholt werden mit. Heute läuft es so, gerade wenn es neue Situationen sind, das konkreter aufzumalen, das macht Papa, das mache ich. So, und im Großen und Ganzen übernimmst du die große Führung, weil du weißt, was morgens am Start ist, wer was braucht. Dein Mann ist bereit, dich zu unterstützen. Du sagst ihm, was er zu tun hat. Er darf sagen, ich bin bereit, das zu machen, das möchte ich nicht machen, dann finden wir was anderes. Und die Kinder werden abgeholt. Und dann dürfte das laufen wie am Schnürchen. Ja, nur so, ohne genau zu wissen, was kann er machen. Dich nervt es, weil du siehst jetzt schon, es läuft anders. Frieda denkt sich, alter Scheiße, morgens läuft das ja eigentlich anders. Fritz denkt sich, ich wäre eigentlich schon längst gestillt. Wo ist denn jetzt bitte der Busen? Also alles bricht auseinander, weil, und das nur, das musst du dir mal vorstellen, weil das Bedürfnis nach Orientierung bei allen Vieren nicht erfüllt ist. Ja. Und dann sind automatisch andere Bedürfnisse auch unerfüllt. Ja. Das ist halt, wenn, ja. Eigentlich ist er ja jeden Freitag da, ne? Also, wir haben ja eigentlich die Situation, aber öfter kam es halt mal, da ist er dann halt spontan zu Hause. Und wenn er spontan, dann ist mein Konzept. Ja, ihr braucht ein Konzept. Wo du wieder dann Orientierung. Ja. Dann guck dir doch den Freitag an, wo es, weil da weißt du, der funktioniert, ja. Ja, nur warum funktioniert der und die anderen nicht? Es ist spontan. Spontan kriegen wir hin. Können wir auch kurz abholen. Ich glaube nicht, dass er morgens um 6 aufsteht und sagt spontan, ach, jetzt heute Morgen helfe ich doch. Also ihr wisst es schon. Einen Abend abends vorher. Wenn ihr es erfahrt, dass, also wenn Frieda schon schläft, darf Frieda als erstes morgen abgeholt werden. Heute ist Papa-Mama morgen. Heute ist Mama-Papa morgen. Dass wir einen Ablauf haben von Mama morgen und einen Ablauf von Mama-Papa morgen. Und dann jeden Morgen ziehen wir die Karte. So, und die würde ich meine wirklich bildlich gesprochen, Kai, ich möchte, dass sie das aufmalt für die Kinder. Ja. Ich mache das jetzt auch selber, wir haben ja tausende Zettel. Wenn ich 3 Tage weg bin, setze ich mich hin mit meiner Tochter und male ihr auf, was ich mache, dass sie weiß, was ich mache in der Zeit. Und daneben kommt ein Zettel parallel, was macht sie in der Zeit? Ja, wer ist cool für sie zuständig, was macht sie dann? Und dann kann sie auch abgleichen, wenn ich weg bin. Also damit wirklich zu arbeiten, dass Kinder es visuell haben, das hilft denen so ungemein. Und eben auch diese Pläne rausholen, bevor die Kids quasi danach fragen mit Verhaltensweisen. Also eine Verhaltensweise wäre, nach Orientierung zu fragen, was ist denn heute für ein Morgen? Wer macht denn heute? Wer bringt mich denn heute? Wann werde ich abgeholt? Und so. Das sind so ganz klare Zeichen für, hallo, gib mir mal Orientierung. Und das ist wichtig, wenn ihr diese Mama morgen habt, den Ablauf auf einem Zettel, auf einem Plan, Mama, Papa morgen, dass du schon vorher morgens, zack, das auf den Tisch knallst. Heute hier oder beim Bett schon. Hab's am Bett liegen. Übrigens, alle wachen auf. Heute Mama, Papa morgen. Also, bist du alle bescheid? Ja. Klasse. Gut, weißt du Bescheid. Also Pläne machen, holt auf jeden Fall, du machst sie nicht alleine. Du holst auf jeden Fall deinen Mann mit ab, dass ihr gemeinsam an dem Beispiel des Freitagsmorgens, der kann vielleicht auch noch optimiert werden und so weiter.
Jetzt sind die Kinder noch nicht in dem Alter, dass sie das mitgestalten können. Wenn sie älter werden bei euch, könnten die das natürlich auch mitgestalten. So ein Morgen, wobei ihr die Führung übernimmt. So. Dülü, Werbung Anfang. Ich liebe es ja, mir Wissen anzueignen und noch mehr liebe ich es, wenn das so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nimmt. Bei Blinkist bekomme ich zum Glück sehr kurzweilige und leicht verständliche Wissenshäppchen zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten. Zuletzt habe ich zum Beispiel den Blink gehört, das Glück des Gehens, was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so gut tut, von Shane O'Mara. Dabei habe ich erfahren, dass regelmäßiges Gehen uns kreativer und sozialer macht. Interessant, oder? Wenn du auch Bock hast, in dieses oder viele anderer spannenden Themen einzusteigen, dann möchte ich dir unbedingt unseren heutigen Sponsor ans Herz legen, Blinkist. Ich freue mich mega über dieses exklusive Angebot für meine Community. Für dich gibt es nämlich ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Geh dafür einfach auf blinkist.de/familieverstehen und los geht's. Für mich und meinen Familienalltag ist Blinkist der ideale Begleiter, denn diese App hilft mir dabei, meine Bedürfnisse zum Beispiel nach Wissen, Entspannung, Leichtigkeit und Unterhaltung zu stellen. Wenn du jetzt denkst, boah, das ist ja alles ganz schön gut, aber ich habe dafür einfach keine Zeit, dann sage ich dir eben drum, denn genau dafür gibt es Blinkist. Ich verrate dir jetzt, warum ich Blinkist so toll finde. In der Blinkist-App kann ich jeden beliebigen Titel der mehr als 5500 Sachbücher und die besten Podcasts in nur 15 Minuten lesen und anhören. Geht sogar gleichzeitig. Die Inhalte werden aufs Wesentliche zusammengefasst und so verstehe ich in kurzer Zeit, worum es geht. Genau das, was ich brauche. Bei Blinkist finde ich neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und aktuelle Bestseller aus mehr als 27 Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Und der Oberknaller. Mit dem neuen geilen Feature Blinkist Connect kann ich meinen Premium-Zugang mit einer Person meiner Wahl teilen. So haben wir also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem und die Blinks und Shortcasts können wir dann auch ganz easy mit einem Klick untereinander teilen. Hier kann ich per Kommentar sogar meinen Senf zu einem geteilten Titel abgeben und wir kommen in den gemeinsamen Austausch. Das gefällt mir sehr. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du die App sogar 7 Tage kostenfrei testen. Um das Angebot zu nutzen, gehst du einfach auf blinkist.de/familieverstehen. Alles klein und zusammengeschrieben. Ja, und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich finde es mega easy und liebe meine kleinen Wissensnacks in meinen Mittagspausen oder während ich Auto fahre. 15 Minuten ist mir mein Wissen auf jeden Fall wert. Den Link und alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Tüdü. Werbung Ende. Jetzt haben wir ja noch ein anderes Thema und zwar, dir passieren ja Dinge, die mir auch früher gern passiert sind, die auch anderen Mamas oder Papas gerne passieren. Sie haben die GfK für sich entdeckt, im besten Fall die GfK mit Kati und sie wissen jetzt, wie es geht. Ne? Marie, du weißt jetzt, wie es geht, denke ich. Ja, ich weiß, wie es geht. Dann gibt es eine Situation, erzähl doch mal, wenn du weißt, wie es geht und dein Mann es offensichtlich nicht weiß. Was passiert denn dann? Das ja, also relativ häufig ist das so, weil wie ich es mache, ist das richtig so. Ja, ja, das sagt mein Mann auch immer, ja, das so bist du halt. Nur dein Weg ist der richtige und ja, und weißt du, was da passiert, Marie? Das ist schon weg von der Haltung, die wir eigentlich haben. Es gibt ja kein richtig nicht, oder es falsch. Es gibt nicht den einzig richtigen Weg oder die anderen sind alle falsch. Es gibt deinen Weg und es gibt den Weg deines Mannes und es gibt euren gemeinsamen Weg. Das weiß ich aber. Ja, und dann gibt es die Situation, wo du was beobachtest. Du hast es mir gesagt, das ist beim Zähneputzen zum Beispiel. Ja, erzähl doch mal, was er da sagt und was dann passiert. Also zum Beispiel sagt er dann, Frieda, wollen wir Zähne putzen? Und dann sag ich, Frieda, wir gehen jetzt Zähne putzen. Nein. Also, ja, weil du weißt, warum machst du das? Erklär, hol uns das kurz ab. Um ihr jetzt nicht viel zu viel Auswahl für sie zu entscheiden, ob sie jetzt Zähne putzen geht oder nicht. Und deswegen sage ich ihr, wir machen das jetzt und dann ist es halt so, dass es für sie leichter ist, das jetzt Zähne zu putzen, als wenn sie dann die offene Frage, und dann sagt sie halt auch nein, super. Genau, weil es ist ja das, du entscheidest, was gemacht wird als führende Position in eurer Hierarchie, die ihr habt, und sie kann dann mitgestalten, wie. Ja? So, und das weißt du, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast auch gemerkt, dass Friedas Verhalten sich verändert, wenn du sie da mehr führst und Orientierung gibst, gleichzeitig ihr dann vielleicht noch das Bedürfnis Autonomie beim Zähneputzen erfüllst, indem sie überlegen kann, nehme ich die rote oder die gelbe Zahnbürste. Also, wir wollen jetzt auf gar keinen Fall das Thema Zähneputzen hier aufmachen, das machen wir anders, wobei da habt ihr ja gar keine
Konflikte. Wir warten auf Fritz. Ne? Vielleicht bringt der uns ja... Der bringt uns hoffentlich. Gut, also. Und dann bist du ja dabei und du hörst, was dein Mann, der Papa, zu Frieda sagt. Ja. Und du möchtest unterstützen. Ja. Und natürlich wird dein Mann in dem Moment denken, ey, ich weiß nicht, hat er dir schon mal gesagt, was er denkt dann? Naja, im Nachhinein sagt er, also das Ding ist, das ist ja nicht die einzige Situation und es passiert dann die ganze Zeit nacheinander, dass ich immer wieder dann was sage und am Nachmittag sagt er dann, oder also wenn die Kinder meist nicht da sind, dann sagt er dann, weißt du, egal was ich mache, alles ist heute nicht richtig und das ist richtig blöd und dann, also er ist halt nie so richtig schlecht gelaunt, aber ja, wenn er es dann ist... Sehr, ne? Andere dann, Männer würden, oder Partnerin, das ist jetzt hier bei euch, ja. Frauenmann, wäre ja sofort, also da gibt es ja Situationen, die in dem Moment sofort sagen, ey, jetzt schneid mir nicht ins Wort oder du nimmst mir meine Position hier, ja? Nee, der ist da sehr zurückhaltend, aber wenn er dann grummelig ist, weil ich das seit den ganzen Tag über gemacht habe, dann kommt er da auch nicht raus aus seiner Situation. Warum auch immer. Komisch, ne? Also ich hätte dich ja schon längst vor die Tür gesetzt. Ja. Ja, und dann stiche ich ihn halt und frage, kann ich dir vielleicht was Gutes tun? Ach so, damit also, Wohnungsnummer um die Ecke. Ja, so das bin ich. Ja, nee, also da versuche ich halt schon irgendwie das dann wieder zu regeln. Ich versuche euch mal kurz abzuholen. Ja, bitte. Erstmal... Guck mal, bevor wir dich verurteilen, gucken wir doch erstmal, warum macht denn Marie das? Du versuchst dir ja ein Bedürfnis damit zu erfüllen. Darf ich sagen, was du damit erfüllst? Es ist deine Fürsorge, dein Bedürfnis nach Fürsorge deinen Kindern gegenüber. Ja. Du hast erfahren, warum es Sinn macht, wie es einfacher geht für die Familie. So, wir brauchen jetzt eine Art und Weise, wie das dein Mann auch abholt, weil dein Mann ist, glaube ich, echt genervt irgendwann, vielleicht auch unsicher, wie mache ich es denn jetzt? Der möchte sich selber ausprobieren, der hat eine Selbstbestimmung, Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Ja. Vielleicht braucht er auch Unterstützung. Ja? Da könntest du ihn einfach mal fragen, wie es ihm in solchen Momenten geht. Was braucht er eigentlich in solchen Momenten? Möchte er überhaupt Unterstützung? Möchte er es anders machen? Weil Frieda sagt ja nein. Ne? Man kann auch sagen, nee, ist mir wurscht, ich mache das so. Und dann sagt Frieda halt nein und dann sage ich halt, wenn du nicht, dann. Ich glaube, dein Mann ist eher der Typ, der dann sagt, naja, ich hätte schon Bock, dass Frieda ja sagt. Mhm, ja. Und irgendwie brauche ich Unterstützung. Und dann könntet ihr drüber sprechen, du könntest ihn dann nochmal abholen und dann vielleicht gemeinsam einen Deal machen. Wenn dir etwas auffällt, wie du es anders machen würdest, gleichzeitig darf er es machen, wie er will, dass du ihn fragst, da brauchst du Unterstützung, darf ich was sagen? Weil er darf Nein sagen. Er darf auch sagen, nein, ich möchte es jetzt alleine versuchen. Oder ihr könnt auch ein Codewort ausmachen oder ein Zeichen oder so, was ihm hilft, wieder reinzukommen in diesen Weg der gewaltfreien Kommunikation, der GfK mit Kathi. Er kennt die Podcast-Folgen. Vielleicht braucht er da manchmal so eine Unterstützung. Guck mal, das wäre jetzt ein Moment. Vielleicht reicht so ein Schnipsen oder nur so, ey Mann, Peter, ne? Giraffe oder so. Oder einfach nur, Kathi ruft, mich umbringen. Dauernd Kathi, so alle 2 Minuten. Nein. Oh Gott. Nee, so schlimm ist es nicht, wirklich nicht. Und gleichzeitig auch mal, also fände ich total wertvoll, wenn du schaffst, mit ihm da ins Gespräch zu gehen, mit der Haltung, dass es nicht falsch ist, was er macht, sondern er probiert sich auch aus und jeder hat sein eigenes Tempo, dass, wenn er Unterstützung braucht, dass du bereit bist, ihn zu unterstützen, davon gehe ich aus. Nur die Frage ist, auf welche Art und Weise, das darf er mitentscheiden. So wie es gerade läuft, knallt es halt dann irgendwann, das ist so schade. Und dann bist du auch relativ schnell raus aus der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Genau, also ihn da einzuladen, erstmal ein Gespräch mit ihm zu führen, was braucht er denn eigentlich, worum geht es ihm? Es wird ihm da um Selbstbestimmung gehen und gleichzeitig wird er Unterstützung brauchen. Kannst ihm dann mitteilen, worum es dir geht, um die Fürsorge und du bist auch bereit zu unterstützen und dann zu überlegen, wie könnt ihr das machen? Codewort, du fragst, darf ich unterstützen, brauchst du Hilfe? Genau. Und das darf sich dann entwickeln und ich glaube, und das kenne ich aus meiner eigenen Elternschaft, ja, mein Mann hat es auch tierisch genervt am Anfang, weil wir, wenn wir für uns einen Weg gefunden haben, wir denken so, boah, das ist geil und ich habe verstanden, warum, ich habe mein Warum gefunden, dann ist es echt schwer auszuhalten, wenn andere es anders machen.
Und dann sind wir ja, wenn wir dann denken, ich mach's richtig, das ist ja dann schon wieder gar nicht mehr nicht das, mehr was wir nicht leben wollen. Ja? Und da auch zu sagen, ey, ich hole mich da mal ab. Also fünfe gerade sein zu lassen. Wirklich ein Vertrauen zu haben. Ich gehe meinen Weg, er geht seinen Weg und wir finden gemeinsam einen Weg. Ja. Ja, da ist Arbeit nötig. Du führst ein Gespräch mit ihm, ihr findet Strategien. Ja. Es ist wichtig, dass die Strategien auch für ihn in Ordnung sind. Im Moment ist es deine Strategie, sofort es anders zu sagen. Ja. Das ist für ihn nicht cool, die Strategie, und für dich am Ende auch nicht wirklich. Nee. Und da werdet ihr Wege finden, Blicke, Mimik, Wörter, Gesten. Ja. Ja. Ja, das ist, also, dass ich mich verklärt möchte mit ihm hin, der arme Kerl. Nein. Ja, sagst ihm liebe Grüße. Liebe Grüße. Und dann, wenn er sagt, vielleicht sind das ja auch spezielle Situationen, Konfliktsituationen mit seiner Tochter, nochmal zu gucken, wenn er den hört er ja gerne, da gibt es ja spezielle Podcast-Folgen, das wäre jetzt zum Beispiel Handeln statt Reden, die Podcast-Folge oder die Podcast-Folge zum Thema Orientierung, da gibt es ja auch eine Folge von mir schon. Ja. Genau, das wäre ja auch eine Form der Unterstützung. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, das ist mal sehen. Das freut mich ja, dass wir dann doch immer einen Sinn finden, wenn wir hier miteinander sprechen. Ja, gut. Marie, wir haben heute zwei Punkte abgearbeitet in Bezug auf Umgang mit dem Partner, mit der Partnerin. Lass uns nochmal erinnern, es ging um die Morgende. Kannst du uns noch sagen, was du für dich konkret da mitnimmst? Was ist hängen geblieben, so das oberste Ding? Ja, also auf jeden Fall, dass ich da Ablaufpläne für alle Eventualitäten habe. Sagen wir, wenn ich jetzt weiß, okay, Mama-Tag, Papa-Tag, Mama-Papa-Tag. Und ich werde das auf jeden Fall auch visuell machen, also wieder aufmalen und alles. Und mit meinem Mann da sicher einen besseren Ablauf finden. Und wenn ich den Ablauf habe, eigentlich geht's mir auch nur selber darum, ne? Wenn ich weiß, wenn ich weiß, wie es ist, dann ist ja alles wieder so in der Regel, wie ich es gerne hätte. Nein, also wie wir es dann besprochen haben, meine ich natürlich. Ja, es wäre wichtig, dass du deinen Partner damit ins Boot nimmst. Ne? Genau, also wir machen das gemeinsam. Genau. Und, Orientierung ist das Stichwort. Orientierung, genau. Für ganz groß geschrieben. Die Familie. Und was nimmst du mit aus den Situationen, wo du, sag ich mal, in der Wirklichkeit deines Mannes übergriffig reagierst? Dass ich mit ihm da auch nochmal drüber spreche, wie wir uns gegenseitig helfen können, um die Situation, also wenn ich zum Beispiel was habe, was mich stört, dass wir vielleicht ein Codewort haben oder das Schnipsen fand ich nicht schlecht, aber ich glaube, das nervt ihn. Aber ich bespreche das mit ihm dann mal. Ja, genau, ich bespreche mal mit ihm eine Lösung, genau. Und dann, ja, das ist sehr schön. Weißt du, was du vorher machst, Marie? Das wäre mir wichtig. Ich möchte, dass dein Mann auch einmal empathisch abgeholt wird. Dass du ihn nochmal fragst, wie es ihm in den Situationen geht. Was brauchst du? Es wird wahrscheinlich die Selbstbestimmung sein. Ja. Gleichzeitig Unterstützung. Also er ist einmal sauer, genervt. Ne? Er will selber machen. Ja. Gleichzeitig ist er hilflos hin- und hergerissen oder unsicher. Braucht Unterstützung. Wie kommen wir da zusammen? Das ist wie mit einem kleinen Kind. Ne? Will Autonomie und gleichzeitig brauchst Führung. So. Also das ist dann, und dass er sich da abgeholt fühlt. Weil sonst ist es wieder so, ja, pass mal auf, so läuft das nicht, ich habe jetzt hier eine Strategie, willst du jetzt das Wort Giraffe oder willst du, dass ich dir auf die Schulter klopfe? Dann ist er nicht abgeholt. Ja, und das wäre so schade, weil er darf halt auch sagen, worum es ihm geht. Und du darfst ihm auch nochmal sagen, worum es dir geht. Es geht dir um die Fürsorge. Aber das ist ja nicht verwerflich. Weiß er denn, dass er Unterstützung braucht? Naja, wenn du fragst, ne, wenn du mit, kannst du ja mit ihm empathisch rausfinden, wenn du sagst ja mit Frieda und dann sagst du, wir gehen jetzt gleich ins Bad oder kommst du mit? Und sie sagt, nein, wie ist das für dich? Ja, blöd, würdest du gern lieber, dass sie ja sagt? Ja, genau. Okay. Und du bist dir unsicher, wie du es machen kannst? Und wenn sie sagt, unsicher, also brauchst du so eine Art Unterstützung oder wie du es, eine Wirksamkeit, wie du es machen kannst? Ja, ja, dürfte ich was sagen oder wollen wir mal gucken, was für dich eine Unterstützung wäre? Und da gibt es ja Podcast-Folgen, es gibt Blogartikel, es gibt YouTube-Videos, es gibt die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
Also gibt ja verschiedene. Das kriegen wir hin. Ja, da habe ich ein ganzes Portfolio. Was, wenn du Unterstützung sagst, dann hier. Das geht, aber und das, ich glaube, für mich das Wichtigste in diesem Bezug einer Partnerschaft, in dieser Elternschaft, ist das, was ich gesagt habe. Ich darf meinen Weg gehen, der andere darf seinen Weg gehen und unsere Aufgabe ist, als Teameltern einen gemeinsamen Weg zu finden. Nur es gibt nicht den einen Weg. Ja. Ja, ja. Richtig. Dass du auch deinen Mann den Mann sein lässt. Also er darf auch manche Dinge anders machen, so schwer wie es dann ist. Ja, er macht auch andere, also Dinge anders. Das wollte ich nur mal, das, das passiert durchaus auch. Ja. Gut, ja, Marie, damit sind wir doch ins neue Jahr gestartet, würde ich sagen. Mit frischem Wind und ich freue mich auf in 2 Wochen mit dir. Ja. Wir sind alle gespannt, wie Flitzebögen, was du mitbringst. Und tja. Die Reise weiter. Ja? Es wird nicht langweilig, kann ich sagen. Genau. Grüß mal ganz lieb dein Mann Peter und wir hören uns in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss, ihr Herz. Ciao. Und das war der erste Mama Marie Talk im neuen Jahr. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächsten Austausche und hoffe, dass auch du dir einige Impulse für deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Und hier nochmal kurz dein Reminder, melde dich jetzt an für meinen Herzensletter, dein Eltern-Newsletter mit regelmäßigen exklusiven Herzensimpulsen, Strategien, Formulierungshilfen und neuen Angeboten der KDW bei Herzenssache. Für mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag schnappst du dir noch mein passendes E-Book für 0 Euro. Und wenn du noch mehr Impulse willst, holst du dir mein brandneues 5-tägiges Online-Programm aus Nein, mach ja. Was tun, wenn mein Kind Nein sagt, zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Folge oder du schaust einfach auf kw-herzenssache.de vorbei. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht, mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und last but not least zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Lass uns verstehen, was wir selbst und unsere Kinder brauchen. Lass uns Konflikte miteinander statt gegeneinander lösen. Lass uns Empathie leben. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.